So Leute, eine Folge machen wir jetzt noch. Schönen guten Tag. Und ich habe irgendwie Angst vor diesem Wimmelbild. Aber was soll's, wir müssen es ja irgendwie über die Runden kriegen, ne? Und mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. So, erstmal soweit alles hier gedingsen. Eine abgerissene Seite, darauf könnte etwas Wichtiges notiert gewesen sein. Schön, ich habe ein Radiergummi jetzt gefunden, also das hilft uns wunderbar nicht weiter, ne? Jemand hat mit Bleistift über die Zeitung gekritzelt, ich muss es wegradieren. Ja, hier, komm, mach. Sehr nice. Ich muss mir die Position der Schalter merken. Ja, mach mal. Gönn dir, ich habe nichts dagegen. Ach so, ich dachte, da muss man jetzt auch noch was machen. Gut, alles klar, ich sag nichts. Ich bin ruhig. So, was haben wir hier? Die muss ich irgendwie abhebeln. Ja. Hier, Hebel. Na, sehr schön. Oh Gott, wir haben ja schon fast alles zusammen. What the fuck? Was ist denn hier los? So, ich muss die Regeln in die richtige Position. Hierzu hast du bereits einen Hinweis gesehen. Ja, lass mich den mal nochmal ganz kurz sehen. Also rechts, hoch, der halb und der so. Oh Gott. Ja. War das nicht so richtig? Hä? Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt so korrekt. Also, ja, bewegen kann. Ach so, Moment, warte mal. Sag das doch. Konnte ich denn nicht ahnen? Oh Gott. Und was müssen wir hier jetzt machen? Ich weiß nicht, wie man diese Regler hindrehen muss. Ich brauche einen Hinweis. Oh, so schön. Und wo soll ich den herbekommen? Herausgerissene Seite. Achso, die anderen Dinger kann ich... Ja gut, alles klar. So, hier klebt mal zusammen. So, ich muss mir die Position der Regler merken. Also, der obere auf... Was ist das? 5 und der untere auf die 30. Die Linie des Oszillokurves muss gerade sein, um das zu erreichen, musst du die Regler auf bestimmte Positionen einstellen. Hierzu hast du bereits einen Hinweis gesehen. Alles klar. Also den auf 30 und den auf 5. Okay. Na ja, gut. Ehrlich gesagt, ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Miniatur des Eiffelturms. Ich glaube, von diesen Dingern haben wir jetzt auch fast alles zusammen, oder? Warte mal. Das war hier im Arbeitszimmer, genau. Da gehen wir nochmal kurz rüber, ne? Können wir das Ding hier noch eben abgeben. So, Figürchen, also weitere, also zwei Figuren fehlen uns jetzt hier noch. Aber das dauert leider doch. Also ich glaube jedenfalls, das dauert noch ein bisschen, bis wir
Wieso habe ich jetzt da drauf geklickt? Hä? Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier direkt aufs Boot. Nicht vors Boot. Direkt. Na, also hier mit Schmackes. Und so. So, genau. Die können wir nämlich erstmal hier einsetzen. Oh Gott. Stelle das Bild wieder her, indem du die Mosaikstücke anordnest. Oh Gott. Das kriege ich doch niemals hin. Das... Also das soll ich hinkriegen? Oh Gott. Lass mich raten, so kann man sie nicht wechseln. Nö, das war klar. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich alles über diese Außendinger hier... Oh Gott! Das kann irgendwie nichts werden. Okay, also die wären da soweit schon mal richtig. Das hilft uns aber nichts. So, bei den Dings müssen wir da hinten ja auch noch rauskriegen. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Am besten das erstmal so kurzfristig drehen. Fangen wir nochmal von vorne an. Es wäre natürlich besser, wenn man die so direkt tauschen könnte, dass es so eine Art Puzzle-Memory ist. Das würde ich besser finden. Aber das wäre ja zu einfach. Ne? Aber komm, wir probieren es jetzt nochmal. Also ich würde sagen, der Anfang, der war ja so schon mal gar nicht schlecht. So. Versuchen wir das einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappt. Aber vielleicht funktioniert es ja. So. Den jetzt da erstmal hin. Ob das richtig ist, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und das ist wirklich nicht gelogen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht jetzt so.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich bin überfragt. So. Hey, wow, oh, wir scheinen die ersten Dinger hier an der richtigen Stelle zu haben. Nice! Das war aber mehr Glück als Verstand. Also, glaube ich jedenfalls. Dass das mehr Glück als Verstand war. Okay. Das ist so ein scheiß Rätsel. Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Ey. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gucke irgendwie in die Komplettlösung rein oder so. Nein, ich versuche das alles hier selber hinzudeichseln. Ne? Also nicht, dass jetzt irgendwie gedacht wird, ja, der guckt ja hier in die Komplettlösung rein. Das ist ja alles total easy. Nee, 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 nee. Auch wenn es vielleicht so aussieht, es ist wirklich nicht so. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Warte mal, nee, der Hut, der muss ja wirklich da drüben bleiben. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg? Der ist jetzt da angeblich richtig. Was ist... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das, wie soll man das hinkriegen? Das Tja. Ich hasse solche Rätsel. Ich hasse solche Rätsel. Und das ist nicht gelogen. So. Na, mehr als schief gehen kannst du ja nicht. Ich möchte eigentlich auch nicht irgendwie die Komplettlösung benutzen. Weil ihr wisst ja, wie ich bei solchen Sachen bin. Aber ich habe auch leider die dumme Angewohnheit, wenn es wirklich nicht klappt, dass ich dann wirklich mit Komplettlösung mache. Und das ist mein Problem. Hmm.
Es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Ich weiß nicht. Den jetzt vielleicht hier hin. Und den vielleicht erstmal hier ganz in die Ecke. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. So, so. Es ist echt nicht einfach. Hätte ich schon mal gesagt? Ich glaube ja, ne? Und ich bleibe bei meiner Meinung. Und diese Meinung ist, glaube ich, vertretbar. Und ganz ehrlich, bei dieser Meinung bleibe ich auch. Wie ist das zu schaffen, das? Und ihr wisst, ich bin echt am Rande der Verzweiflung. Und das ist nicht gelogen. Ich verzweifle an diesem Rätsel. La 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 la. Aber das habe ich schon mal irgendwie gesagt, oder? Und es wird wohl leider der Wahrheit entsprechen. So, so. Ich habe keine Ahnung. Den Scheiß, den ich hier gerade zusammenzwiebele, der ist unter Garantie falsch. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei. Und das Schöne ist, ich weiß nicht einmal warum. Ich packe einfach nur diese ganzen Scheißblöcke, so wie ich jetzt meine, dass es eventuell passen könnte. Aber das, es ist einfach scheiße. Jesus Christus, schenk mir bitte Kraft, damit ich diesen Scheiß endlich beenden kann. Das wäre sehr freundlich.
So. Ey, wow, also das sieht mir jetzt so aus, als wenn die unterste Reihe so weit schon mal im Bereich des Möglichen wäre. Das wäre ja hammergeil. Scheiße. Wenn man der. So, also die oberste und die unterste, also fast die unterste Reihe haben wir auch. Das ist, herrlich. Ich freue mich sehr. So. Nur wie machen wir jetzt den Rest? Wo kommt denn das Ding jetzt hin? Ach, ja, okay, gut, wir haben's. Oh, ich habe gerade schon gedacht, ich krieg das nicht hin. Ah, nee, warte. Wollen wir mal echt sehen, wie dumm man manchmal ist. So, gehe hier noch mal kurz an die Seite. So, jetzt musst du nämlich erstmal wieder nach unten. Du dahin, du dahin. Oh, Gott sei Dank. Alter. Boah, also mir raucht der Schädel. Alter, hätte ich das bloß nicht gemacht. Wobei hätte ich jetzt wieder ein, zwei Tage Pause gemacht mit dem Game. Wer weiß, ob ich es dann überhaupt hingekriegt hätte. Weil es hätte sein können, dass ich dann wirklich die Lösungstaste gedrückt hätte. Und naja, ihr wisst ja, ich will das sehr gerne vermeiden. Boah. Ist ein Wunder, dass der Typ noch schläft, so lange wie ich hier gerade gebraucht habe. Ist unfassbar. Ah, hier, guck mal. Die können wir auch gleich noch mitnehmen. Dankeschön. Boah. Alter, ohne Scheiß, ich kann nicht mehr. Alter, ich brauche gleich Alkohol oder sonstiges. Ich habe sowieso einen derben Brand. Ich müsste mal was trinken. Ich sag mal Prost, ne? Herrlich. Aber meine Cola-Dose ist auch gleich leer. Ich müsste mir eigentlich noch mal gleich was Neues zu trinken holen. So, wir sind jetzt hier vor dem Boot und Deck des Boots. Da haben wir jeweils noch. Was ist eigentlich hier vor dem Boot noch zugedingsen? Was hatten wir denn hier noch? Ach, hier war noch die. Ich muss die Nägel herausziehen, wenn ich den Deckel abnehmen will. Ich brauche ein Werkzeug. Hier den. Warte mal, kann den Hammer vielleicht benutzen? Ja, gut. Okay. Alkohol, ja gut, brauche ich, nehme ich, danke. Flasche mir Alkohol. So. Die ganzen Sammelobjekte hatten wir doch jetzt hier auch, oder bin ich da jetzt falsch? Nee, da haben wir noch ein Chamäleon, also hier ein Phantomobjekt. Wo könnte das denn sein? Hä?
Ach, das Zeichen drauf ändert sich. Gut, okay. Das habe ich im ersten Moment nicht gesehen. 15 von 35. Na, Mensch, wir haben fast die Hälfte. Ist sehr, sehr nice. So, hier haben wir jetzt noch Aufgaben und hier haben wir dann noch ein Chamäleon-Objekt. Okay. Warte mal, für den Kran, da brauchen wir hier noch so einen komischen Hebel. Hier war aber mal ein Hebel angebracht, ich muss ihn ersetzen, bevor ich, wenn ich die Kiste anheben will. Ja, ich habe aber keinen Hebel. Geht ein Magnet auch? Warte mal. Nee. Wo kriege ich denn jetzt einen Hebel her? Hier ist etwas, aber ich komme nicht heran. Mit den Magneten vielleicht. Ach, wie schön. Na, perfekt. Haben wir jetzt ja die ganzen Teile, glaube ich, für das Arbeitszimmerrätsel zusammen. Ich sehe schon kommen. Okay. Mir schwant Böses. Bewege die Miniaturen der Monumente in ihren Standorten auf der Welt. Alter, ich war doch nicht gut in Geometrie. Ja, Geometrie, Alter. In Erdkunde, also hier, ach, was weiß ich, wie es hieß. Ich hab keine Ahnung. Ja, schön. Das ist doch, glaube ich, in Sydney, oder? Also das hier, das Ding, was in Australien steht. Okay. Ah, wenn es so ein Schlosszeichen gibt, dann sind die also an der richtigen Stelle. Das ist ja schon mal eine wunderschöne Sache. Okay. Aber das ist dann auch eine sehr schwierige Sache hier, weil wir ja nur zwei freie Punkte, na gut, eigentlich nur einen freien Punkt ja haben, ne? Warte mal, Frankreich müsste, glaube ich, hier sein, genau. Also Eiffelturm dahin. Die Pyramiden dahin. Das Ding dahin. Das Ding muss... Warte mal, ich glaube, das Ding muss hier oben hin. Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Jetzt meldet sich der Timer auch noch, wunderbar. Ich hätte eigentlich gerne in dieser Aufnahme jetzt noch dieses... Starte ich schon den Timer neu, wunderbar. Ich hätte eigentlich gerne dieses Rätsel jetzt noch erledigt. Aber so langsam bin ich für heute echt durch.
muss es ja so sagen, wie es jetzt wirklich ist. Müsste jetzt eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten hier noch wechseln. Der ist am richtigen Ort. Die beiden müssten nur noch mal eben tauschen, dann sind die auch am richtigen Ort. Der ist am richtigen Ort und der muss wahrscheinlich dahin und der dahin. Und dann haben wir es eigentlich schon, aber... Das ist irgendwie ganz schön scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Alles klar. So. Aber ja, komm, ich würde sagen, dieses Rätsel versuchen wir in der nächsten Aufnahme irgendwie zu gedingsen. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zusehen und wir werden mal gucken, dass wir das irgendwie hier gedeichselt bekommen, dass wir das nächste Folge dann ja, irgendwie da mal fertig bekommen. Ich hoffe, das ist irgendwie machbar. Ich habe zwar noch ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache, aber wir werden mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Aufnahme. Macht es gut. Tschüssi.